Herr Minister Gaak, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich, dass ich als eine Person, die einerseits Repräsentantin von Kirche und Diakonie war, und da ich ordiniert bin, bleibe ich das mein Leben lang, und andererseits als jemand, der recherchiert hat, aufgearbeitet hat, auf Bitten von Frau Niklas Beck hier reden darf. Das Symposium heißt Die Vergangenheit im Kopf, die Zukunft in den Händen. Bei diesem Titel fiel mir ein anderes Wort ein. Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung. Ein Wort, das Rabbi Israel Eliezer, er hat von ca. 1698 bis 1760 gelebt, zugeschrieben wird. Ein Wort, das unlösbar mit dem Holocaust verbunden und in eine Wand der Gedenkstätte in Yad Vashem in Jerusalem eingemeißelt ist. Linien des von Mädchen und Jungen in den Jahren seit 1949 und über 2000 und über 1975 hinaus erlittenen Unrechts und des Missbrauchs lassen sich, so bin ich der Meinung, bis in die Jahre des Nationalsozialismus hinein nachspüren. Daher mein Zitat von Rabbi Israel Eliezer. Das Wort mahnt uns über die Jahrhunderte hinweg bis heute vor vorschneller Bagatellisierung erlittenen Unrechts und Missbrauchs. Es mahnt vor vorschnellen Hinweisen darauf, dass die Zeiten andere waren. Es mahnt aber genauso vor vorschnelligen Entschuldigungsgesten ohne jedweden Tiefgang. Dieses Wort mahnt dazu, die Vergangenheit erlittener Qualen und Demütigen. Wir haben es heute wirklich bedrängend und bedrückend gehört. Die Vergangenheit zerbrechenden und zerbrochenen Lebens eben nicht nur im Kopf und unter Verschluss zu haben und dem Vergessen anheimzugehen. Das Wort der Erinnerung mahnt die Vergangenheit daraufhin zu befragen und den Zirkel des Erkennens in die Gegenwart zu schlagen, wie in einem beständigen und immer wieder neu zu befeuernden Prozess eine Annäherung vollzogen werden kann auf das hin, was Erlösung meint. Dieser Prozess erfordert Mut und Festigkeit. Er fordert das Erinnern und die Auseinandersetzung mit den dunkelsten Seiten des Menschseins auch in uns. Machtmissbrauch, Täterschaft und Opfersein, Klage und Anklage, Schuld und mögliche Sühne. Das Symposium oder ein Symposium ist gut, es kann aber nur eine Station des Prozesses von Erinnerung auf Erlösung hin sein. Eine Stiftung Anerkennung und Hilfe ist gut. Sie darf nur nicht in der Eingrenzung von Zeiträumen Opfer als Opfer anerkennen. Erinnerung, meine Damen und Herren, braucht Mut. In Politik und Gesellschaft, in Kultur und Wissenschaft, in Kirche, Caritas und Diakonie, wie auch im Alltag des Lebens, sich aus den Echokammern des eigenen zu befreien. Es braucht Mut zu begreifen, dass nicht nur die Vergangenheit Opfer und Täter, Personen und Vertreter von Institutionen verbindet. Nein, auch die Zukunft verbindet beide. Wir haben die Zukunft, da widerspreche ich dem Titel der Veranstaltung, nicht in der Hand. Sie ist kein Unterpfand, das wir besitzen. Sie kommt uns entgegen. Sie will uns wach und aufmerksam finden und anstiften, unsere Verantwortung für das Leben in der Gesellschaft zu übernehmen und auch anzunehmen. Der Geist der Erinnerung kann helfen, mitzubauen an den lebendienlichen Verhältnissen. Dieser Geist kann helfen, dass die Fragmente gelebten Lebens nicht zum Abbruch von Kommunikation und Begegnung führen. Denn so heißt der erste Teil des Wortes von Israel Eliezer: Vergessen führt in die Gefangenschaft. Belege davon lassen sich, so finde ich, auch im Alltag heute finden. Ich habe 2015 nach meiner Zurruhesetzung für die damalige Landesregierung Opfer aufgesucht, sie
sie versucht aufzuspüren. Ich habe mit ihnen gesprochen und ich kann all das, was sie hier gehört haben, bestätigen. Ich habe es aus dem Mund der vielen gehört. Ich habe Vertretern der nachfolgenden Institutionen, in denen Missbrauch und Gewalt geschehen ist, auch mit ihnen habe ich gesprochen. Ich habe im Landesarchiv in Schleswig recherchiert, bei leider nur geringer Ausbeute an Fakten und Informationen. Das lag nicht am Archiv, sondern an den kargen Materialien. Ich habe zu Beginn 2016 einen Bericht vorgelegt, in dem ich die Ergebnisse meiner zugegebenen nicht wissenschaftlichen Erforschung des Themas vorgelegt habe. Wer mag, kann den Bericht nachlesen. Ich habe mich zuweilen über die begegnende Ignoranz geärgert, die mir und den Opfern gegenüber entgegengekommen ist. Und ich habe mich gefreut, dass Frau Niklas Beck und ihre Mitstreiter die ihnen in den Weg gelegten Steine zur Seite geräumt haben. Opfer kommen hier und heute öffentlich zu Wort. Und ich habe, wie es sich für Menschen meiner Art gehört, auch Briefe geschrieben, auf die ich oft keine Antwort erhalten habe. Ich bin versucht, hier und heute einzustimmen, auch wenn ich keine Deserteurin bin, in das Lied von Pablo González, der einmal den Text geschrieben hat: Monsieur le Président, je vous fais une lettre, que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Oder übersetzt: Herr Präsident, ich sende Ihnen einen Brief, den Sie vielleicht lesen werden, wenn Sie die Zeit haben. Ich bin persönlich zutiefst überzeugt, dass wir aus der Geschichte lernen können, wenn wir unsere eigenen und vorgefertigten Narrative verlassen. Ich bin überzeugt, dass der Geist des Erinnerns die Gefangenschaft des Vergessens sprengen kann. Ich danke Ihnen, dass ich hier abreden durfte.